10 habe ich auch schon zweimal Cola hingestellt. Also man sieht, es sind Sportler durch und durch. Das eine, der Einzige, der sich nicht dran hält, bin ich natürlich. Ich habe mir meinen Feierabend hier schon aufgeholt. Gut, spann ich euch nicht weiter auf die Folter. Der beiden Torhüter möchte ich jetzt einfach mal präsentieren. Und wenn er durch diese weiße Tür schreitet, werde ich auch seinen Namen verkünden. Einfach mal ein bisschen wie früher in der Mini-Playback-Show. Peter Klinker. Ich freue mich, dass ich begrüßen kann. Michael Weidekamp hat heute Abend. Ja, Michael, wie lange hast du gebraucht, bis dir bewusst war, dass du eigentlich deinen Vertrag in Herne verlängern möchtest? Der Kevin, der wurschtelt immer so ein bisschen und irgendwann kannst du dich selber hören. Ja. Der Kevin. Hallo. Ist ja okay. Ja. Gib dein. Ah? Jetzt. Schon tauschen? Nicht ganz so einfach. Ja, nehmen wir. Wird's aber morgen besser, oder? Eigentlich direkt als Frankie mich gefragt hat, ob ich herkommen will, habe ich gesagt, ja, ich will kommen. Dann war nur noch mal kurz Absprache in Iserlohn, ob da vielleicht noch was ist, aber dann nach einer Woche war schon das eigentlich fest, dass ich hier komplett hinwechseln will. Iserlohn macht jetzt nicht, oder was? Nee, nicht ganz. Der Marc Fleischer, der in Hamm spielt, oder ja, immer noch spielt, der geht wieder zurück und wird da das gleiche machen wie ich letztes Jahr, wird in Iserlohn spielen, aber auch in Hamm Oberliga. Und damit haben sie auch einen sicheren Torwart hin. Genau, du hast es gerade schon gesagt, du hast dich letztes Jahr so ein bisschen aufgeteilt zwischen Iserlohn und dem HIV. War nicht immer vielleicht so ganz einfach. Dieses Jahr ist die Situation für dich immer ein bisschen einfacher, ne? Ja, es ist ein bisschen angenehmer, man kann die Tasche hier lassen. Und es war letztes Jahr auch immer ein bisschen stressig, dass man kurz vor dem Wochenende erst erfahren hat, wo geht man Freitag hin, wo ist man Sonntag, wo spielt man wann, wo geht man zum Training und ja, dieses Jahr wird es auf jeden Fall einfacher. Du bist ja jetzt mit 17 noch ein sehr, sehr junger Spieler, hast aber, glaube ich, relativ schnell in die Herzen der Herner Fans gespielt, durch deine Leistung. Wie nervös ist man da, wenn man dann plötzlich einmal ins kalte Nass geschmissen wird und dann nochmal Oberliga spielt? Ja, am Anfang vor allem war die Nervosität extrem hoch. Dann so nach ein paar Spielen, so gerade nach dem 8-1 in Duisburg, danach ging's, da hat man dann die Klatsche bekommen. Und dann lief's eigentlich. Ja, und dann war die Nervosität auch weg. Das heißt, du willst diese Saison dich weiter etablieren, dich weiter, weiterbilden, in Anführungsstrichen. Welche Ziele hast du für diese Saison? Natürlich erstmal am Anfang zeigen, dass ich hier spielen kann. Ich will auch hier spielen und mir meine Spiele verdienen. Ja, und dann werden wir mal schauen, was wir dieses Jahr mit der Mannschaft anstellen können, alles in der Liga. Letztes Jahr warst du hinter Benni Vogt gesetzt. Benni macht jetzt nicht mehr. Wie war Benni so im Training und im Spiel? War es so unüberwindbar, wo du gesagt hast, boah, so möchte ich auch irgendwann mal werden mit, wie ist er jetzt eigentlich? Ich fühlte 38, aber ich glaube, der war nur 34, der Benni, oder? 33? Ja, okay. 33. Also Benni war schon ein Vorbild. Man hat einfach gesehen, er hatte hinten seine Verteidigung und seine Spieler im Griff. Gerade auch in der Kabine war Benni natürlich eine Persönlichkeit. Und ja, er war einfach ein Führungsspieler und das hat man auch gemerkt auf dem Eis. Aber wenn Benni im Tor stand, war die Verteidigung sicher. Und ja, er hat so gut wie alles gehalten. Bist du einer, der viel mit deinen defensiven Spielern schimpft oder mal einflüsst? Wenn ich einen fresse, nicht. Da überlege ich mir eher, was ich falsch gemacht habe, aber so im Spiel bin ich schon sehr fehlerfrei. Okay, muss ich mal den Aki mal fragen, was du alles von dir gibst. Du hast gerade schon deinen Teamkollegen kennengelernt. Jetzt möchte ich ihn euch auch dann mal vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich in Herne unseren neuen Torhüter Christian. Ich hab's sogar. Christian Becker. Wie häufig hast du schon irgendwelche Vergleiche mit deinem Namen zur Ehrung gemacht? Zu oft, glaube ich. Okay. Okay.
Ja, Tor auf jeden Fall. Ja, erstmal herzlich willkommen hier in Herne. Ja. Okay. War ja jetzt nicht so weit weg von deiner alten Spielstätte. Nö, das nicht. Hoffentlich kann ich aber 2 Jahre länger bleiben. Soll an uns glaube ich nicht liegen. du hast aber schon gegen Herne spielen dürfen, gerade auch in der letzten Saison. Was für ein Gefühl war es, hier am Giesenberg aufzutreten mit einem, sag ich jetzt mal, unschönen türkisen Trikot? Also unschön war das ja auch nicht, weil die Grün ist ja, ne? Nein, ist natürlich schon ungeabsehbar. Ne? Ist sehr laut, die Schiedsrichter über. Lassen die vielleicht eventuell davon beeinflussen. Also ich freue mich auf die Saison auf jeden Fall. Vor einer großen Kulisse zu spielen und hoffentlich auch erfolgreich. Jetzt habt ihr es gehört, also die Schiedsrichter lassen sich beeinflussen, ne? Also? Weil dies ja ist ja nicht stimmt. Und jetzt habt ihr das auch von den Spielern. Ne? Genau, also erfolgreiche Saison gestalten auf jeden Fall. Ja genau, ihr beiden kennt euch schon? Du hast gerade gesagt? Ja, also vom Sehen her, vom Gegner auch gespielt. Ja, und okay. Du hast jetzt mit Aaron McLeod noch einen ehemaligen Teamkollegen in deiner Mannschaft, auch freundschaftlich zusammen? Also ich verstehe mich mit Aaron ganz gut und ich habe mit ihm gar keine Probleme gehabt. Eher im Gegenteil. Er ist ein sehr ruhiger Typ. Ne? Ich denke, Frankie kennt ihn auch. Sagt nicht viel, aber steht immer auf dem Eis gerade und versucht sein Bestes zu geben. Wie war das so im Training? Wie häufig hat er dich da halt aussehen lassen? Ja. Das ist eine Scheißfrage. Ich weiß nicht, wie das alles gehalten hat. Ja, dann ist natürlich Wurst, dann schlimmer. Okay. Wie ist das so ein Gefühl, wenn man jetzt sagt, okay, in der letzten Saison waren wir noch in Essen? Ja, das ist ja hier so ein bisschen der Erzgeber. Und jetzt aber mal wieder ein anderes Trikot. Wenn wir in Essen fahren, denke ich mal. Sofern wir fahren. Sofern wir fahren. Ich habe mir mal noch ein bisschen so deine Vita angeguckt. Du hast ja schon relativ viele Vereine durch. Also irgendwann war es zwangsläufig, dass der HIV da auftaucht. Hamburg, Dortmund, Essen. Ich sagte ja gerade, ich möchte gerne mal irgendwo ein bisschen länger bleiben als nur ein Jahr. Ja, ich wünsche es dir. Wie kam es dazu, dass du jetzt gesagt hast, Herne? Ich denke einfach, dass Herne eine gute Adresse ist. Das habe ich auch bevor ich nach Essen gegangen bin und bevor ich nach Hamm gegangen bin, habe ich das gesehen. Oder auch gesagt. Und gerade mit der Base, die hier haben, mit den vielen Zuschauern, mit einem strukturierten Umfeld vor allem. Ja, mit einem guten Trainer. Und es ist ein gutes Umfeld, was man hat. Und ich bin voll zufrieden mit dem, was ich jetzt hier sein darf und freue mich einfach auf die Saison. Wenn du nicht Eishockey spielst, machst du was? Wenn ich Service Motor für Herne und Haus. Das ist doch schön, das. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Nein, aber ich mag den gerne. Ist abwechslungsreich. Ist auch gut für die Weiterentwicklung. Wollte ich gerade sagen. Ist nicht schlecht. Kontakt wahrscheinlich über den Frankie. Frankie kennt ja hier die Welt. Ich kenne Frankie erst seit 2 Jahren, glaube ich. Gegen ihn gespielt, aber persönlich erst über 2 Jahre. Ja. Ich glaube, du hast nicht eins geschossen, die nicht. Oh. Er hat nicht gespielt. Oder geht das Sondertrainingseinheit. Aber wenn wir schon mal ein Thema, dann nehme ich aber das Mikrofon weg und dann direkt dir das mal geben. Ja, Frankie, erstmal 2 Torhüter, nachdem Benny weg ist. Wie zufrieden bist du mit der Weiterführung bzw. mit Christian Jäckers? Erstmal guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich habe nie gedacht, dass so viele Leute kommen heute, aber es überrascht mich nicht hier in Herne. Ich habe das gut gesagt. Ja, deswegen. Ja, Benny, erstmal Benny Vogt, ich möchte ihn bedanken für 2,5 Jahre. Er hat gute Leistung, you know, und er hat alles gegeben für uns. Aber jetzt freut mich sehr, dass die beiden Torhüter, you know, und ich habe gekämpft. Für die beiden hier zu sein und freue mich sehr für die neue Saison. Und ich glaube, oder ich weiß, dass wir sind besser in der Torhüter-Position, weil mich persönlich letztes Jahr, ich war ärgerlich ein bisschen, weil okay, ich war nicht der Trainer am Anfang, aber ich war immer ein Torhüter in jedem Training. You know, und es ist schwer. You know, ich muss immer von der 1B eine holen. So ich freue mich sehr, dass dieses Jahr wir können 2 Torhüter haben. 2 gute Torhüter.
Wie sehr belastet dich die aktuelle Ligensituation, dass man ja nicht so richtig weiß, also man steht morgens auf und denkt, okay, man spielt beim LEV, dann liest man mittags eine Pressemitteilung und sagt, okay, jetzt spielen wir beim DEB. Und wenn man abends ins Bett geht, weiß man eigentlich immer noch nicht so richtig, wo man spielt. Wie schwierig ist das, da einen Kader auf die Beine zu stellen? Ja, sicher ist schwer, aber ich glaube nicht nur für mich, für die Spieler auch. Weil die Spieler wissen auch nicht, die Spiel gegen Dienstlagen oder gegen Halle, das ist ein großer Unterschied. So ich glaube, alle sind in einer schweren Situation. Aber ich hoffe, heute oder morgen oder der endlichen Schaden wird der Liga verschieben. Ich muss dazu sagen, zeitgleich ist in Hannover gerade die DEB-Tagung. Jürgen Schumann und Frank Schäfer sind da gerade vor Ort. Haben wir auch soweit das okay gegeben, dass sie sich melden, sobald es fertig ist, hat noch keiner angerufen. Aber es soll dann heute bekannt gegeben werden, wie die Ligastruktur unter dem DEB aussieht. Und ich hoffe mal, na, dass sie sich jetzt noch zeitnah melden, dass wir da ein bisschen was verkünden können. Morgen ist ja der Herr Picker hier, der wird das Ganze wahrscheinlich wieder relativieren. Aber für eine Nacht spielen wir dann gleich schon mal die DEB. Ja, aber du hast gerade gesagt, also ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt gegen Dienstlagen oder Halle spiele. Du planst jetzt deinen Kader, aber wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass du gegen Köln, SB, Dienstlagen, Neuss spielst, da ist doch bestimmt auch schwierig, seine Jungs dafür zu motivieren, oder? Nein, ich glaube nicht. Aber es ist ein großer Unterschied. Oder wir sind egal, wer der Gegner ist, ich muss Eishockey spielen. You know? Aber für. Nochmal, es ist eine schwierige Situation, aber hoffentlich die nächsten paar Tage wissen wir, welche Liga wir spielen. Aber ich gehe davon aus, dass wir spielen in der DEB, ich hoffe. Und ja, ich telefoniere jeden Tag, ich habe ein paar gute Kontakte und wir auf einem guten Weg. Was machst du da? Also wenn du jetzt, du sagst, du hast viele Kontakte mit Spielern, so nach dem Motto, ruf mich an, ich melde mich bei dir. Wir warten jetzt immer kurz ab, wie der DEB sich entscheidet. Wie machst du das? Ich bleibe regelmäßig in Kontakt. Weil der Spieler möchte das auch wissen. So, aber ich sage, ich rufe dich an. Ich rufe mich nicht an. Wahrscheinlich wird dein Telefon gar nicht mehr stillstehen. Wenn wir jetzt einmal einen kurzen Blick natürlich auch nach Essen werfen und noch vielleicht ein bisschen weiter die 42 runter auch nach Duisburg. Wie sehr beschäftigt dich diese Situation in deinem täglichen, in deinem täglichen Arbeit? Weil wenn man jetzt nicht anhört, Duisburg löst sich ja jetzt schon fast ein bisschen auf, also das ist ja schon eine Auflösungserscheinung und dann Essen, die sich ja mit jungen Spielern angeblich mal verpflichtet. Well, nicht vergessen, ich wohne in Essen, so ich kriege alles mit. Aber ehrlich sagen, interessiert mich nicht, was die machen. Es ist kein Geheimnis, Duisburg wird stark. Meine Meinung starker als letztes Jahr. Essen würde der fünf Spieler, starke Spieler, der Rest für Lizenz. Aber wir können auch Eishockey spielen, aber wir machen unser Ding. You know, jetzt, ich habe zwei gute Torhüters. Wir haben vier Verteidiger vom letztes Jahr. Und wir gehen weiter. Kurzer Statement noch zu Aaron McLeod, war ja auch ein Fang aus der Nachbarstadt. You know, ich hatte die gleiche Frage Christian gefragt. Es ist egal, wer du spielst. Aber du hast den Vertrag nicht unterschrieben. Aber es ist egal, wer du spielst letztes Jahr. Es ist egal, wer du spielst dieses Jahr. You know, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. In Sport, you know, ein Jahr you're here, the next year is here. Hauptsache ist hier dabei 100%. You know, egal, if it, it's schwer. Ich kenne die Situation und alle sagen, warum ist Christian Windler, you know, jedes Jahr gewechselt. Er möchte das nicht. Es passiert und er möchte das nicht und ich hoffe, dass hier eine gute Situation für ihn und er weiß das. Er ist 25, aber er hat viel Erfahrung. So wir hoffen auch, dass gute Jahre bleiben mit uns paar Jahre. Und der gleiche mit Mika. Mika hat viel Potenzial und wir sind hier, ihn zu unterstützen mit Christian. Und wenn ihr will, oder wir möchten den nächsten Schritt machen, dann fängt an mit der Torhüterposition. Und ich bin sehr zufrieden mit der Torhüterposition. Was heißt, da wird langfristig geplant auf dieser Position? Well, ich hoffe. Ich bringe keinen Spieler rein, nur für eine Saison. Ich habe die Hoffnung, dass ich bleiben mit uns in den nächsten paar Jahren. Und Christian kann beantworten, viele andere Spieler passieren nicht oft. Aber wir versuchen, unsere Stammspieler, Core-Spieler zu behalten. Und dann wird es wie ein kleiner Puzzle, der nächste Schritt, Baby-Schritt. Weil irgendwann, you know, ich muss langsam das Geschäft diese Tage. Nicht so schnell, ich möchte langsam erfolgreich Eishockey spielen. Und wir sind auf einem guten Weg.
Das hoffe ich doch auch. Was wir normalerweise auch immer fragen, ist natürlich die Presse. Die ist natürlich heute nicht anwesend, ist ein Fan-Treffen. Gibt es da mal eine Frage aus dem Publikum? Einfach nur mal so blöd reingefragt. Man kann damit gerechnet, ne? Okay. Wenn auch gleich nochmal eine kommt. Also eine Sache, wo ich auch mich gerade anspielen wollte, war nicht der Vergleich mit Christian, wie das ist, wenn man ein anderes Trikot anhat, sondern Giri ist weg als Stürmer. Schade, schade. Giri hat super gemacht, oder super gespielt die letzten zwei Jahre. Der erste Jahr hat Pech, Verletzung Pech, aber letztes Jahr hat gezeigt, sein wahre Geschichte. You know? Leute gucken immer auf die Punkte, aber er hat viel gemacht, viel Kleinigkeiten gemacht und wir würden ihn vermissen. Und jetzt, wenn du den Aaron dagegen spielst, ein ganz anderer Spielertipp? Oder? Ja, sicher, ganz anderer Spielertipp. You know, ich bin auch zufrieden, dass McLeod hat für uns entschieden, you know, er würde uns weiterbringen. You know, there's immer noch ein Ausländerposition frei und ich überlege mich noch. Haben die beiden paar Tage. Okay. Haben die beiden schon einen Vertrag für die Rockets oder? No, the Rockets. Okay. Aber Akers, Akers, yeah, Strap Training heute. Das ist der noch im Saft steht. Den habe ich heute Morgen auf Arbeit gesehen. Ja. Ja gut. Zwischenzeitlich irgendwelche Fragen angekommen? Ansonsten. Ja, meine Frage. Ja, wir können mit der Benny überhaupt weitermachen? Ja, ich weiß, dass Benny macht einen Torwald-Trainer. Er macht gerade das Trainerschein und er wird Torwald-Trainer in Krefeld. Weil er wohnt in Krefeld und, you know, so ich wünsche ihm alles Gute in das. Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich die beiden Jungs zu meiner Rechten und natürlich den Frankie euch ein bisschen überlassen, dann könnt ihr ein bisschen der ein oder andere Autogramm vielleicht holen. Unanständige Sachen natürlich heute nicht mehr. Und vielleicht auch noch so ein bisschen in Smalltalk gehen. Ich würde mich sofort wieder melden mit meiner nervigen Stimme, sobald sich der Jürgen gemeldet hat. Weil ich denke mal, das ist eine ganz interessante Information ist, wie es jetzt aussieht, gegen welche Mannschaften wir dann vielleicht dann wirklich nächste Saison dann spielen. Und guck mal nicht, was ich dann tun kann. Das ist jetzt Ende. Dann bis gleich. Erstmal die Liga.